Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mit allen bisher erschienenen Mini-Tins aus der FIFA 365 Adrenalin XL-Reihe von Panini. Und damit begrüße ich euch hier recht herzlich zu diesem neuen Collectors-Video. Heute wollen wir uns mal alle bisher erschienenen Mini-Tins der FIFA 365 Adrenalin XL-Cards anschauen. Aber nicht nur die enthaltenen Cards, sondern auch wie sich Tins, Inhalt und Preis über die Jahre entwickelt haben. Wir beginnen bei der 2016er-Kollektion. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die Folie hier einigermaßen fix abbekomme. So, und hier habt ihr die Tin nochmal in voller Schönheit im Bild. Das Ganze noch glatt, nur aufgedruckt. Und so sieht das gute Stück von hinten aus. Und jetzt werfen wir einen Blick ins Innere. Und ihr seht, hier konnte man den Deckel komplett abnehmen. Und bei der Limited Edition Card ist kein geringerer enthalten als Cristiano Ronaldo im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft. Dazu haben wir die Special Card von Mats Hummels. Und wenn ihr das Ganze jetzt so seht, dann ist das doch die 2017er Kollektion. Und ich befürchte, ich habe die Dosen verwechselt. Shame on me. Von daher tauschen wir das Ganze mal schnell aus und gucken hier rein, ob hier denn dann die 2016er Kollektion drin ist, weil optisch passt nämlich eigentlich eher die andere Dose zur 2016er Kollektion. So, schauen wir mal hier rein und ja, hier ist die 2016er Kollektion drin. Mit der Limited Edition Card von Robert Lewandowski. Dazu vier Päckchen. Und jetzt machen wir auch gleich die anderen beiden noch auf, bevor wir uns die Cards angucken. So, und hier seht ihr den nächsten Fortschritt an der Mini-Tin bei der letzten Kollektion. Zum ersten Mal der Deckel mit Scharnieren befestigt. Dann dazu das Logo und das Adrenalin XL-Logo, die Schrift geprägt in den Deckel, sodass hier auch eine entsprechende Haptik vorhanden ist. So sieht die gute Dose von hinten aus. Und die müssen wir jetzt mal querlegen, da sie sonst, obwohl, wir können das eigentlich übereinander machen. So, und Limited Edition Cards sind hier zwei enthalten. Zum einen Marcelo von Real Madrid. Und die andere Limited Edition ist Edin Dzeko von der Roma. So, dazu, das kam gar nicht so gut an, ein Plastic Pack, in dem alle Cards enthalten sind, also keine Booster mehr. So dass man das glücklicherweise in diesem Jahr wieder abgeschafft hat, also hier hat Panini auf die Sammler gehört. Und die 2019er Tin, auch hier der Blick nochmal kurz auf die Rückseite. Auch hier seht ihr wieder das entsprechend gestanzte Logo mit der Limited Edition Card von Kevin De Bruyne. So, jetzt machen wir das einfach nochmal so, dass wir die Limited Edition Cards auch im Bild haben, bevor wir dann gleich richtig loslegen.
Das also die vier Mini-Tins jetzt im Bild und jetzt auch mit der richtigen Zuordnung. Im ersten Jahr das Ganze für 8,99 mit 24 Adrenalin XL Cards und der einen Limited Edition Card. Im zweiten Jahr das Ganze 2 Euro günstiger mit 24 Adrenalin XL Cards, eine Limited Edition Card und eine Special Card extra. Im dritten Jahr dann wieder knapp 1 Euro teurer, dafür auch mit 6 Cards und einer Limited Edition Card mehr. Und jetzt ist man wieder zurückgegangen auf 24 Cards und eine Limited Edition Card und dafür aber mit einem sehr attraktiven Preis von 4,99 Euro. So, das also die vier Tins jetzt in der richtigen Übersicht und jetzt schauen wir uns die enthaltenen Cards an. Dazu packen wir die drei erstmal auf einen Haufen und beginnen mit der Kollektion 2016, erschienen im Jahr 2015. Und wir fangen an mit dem ersten Booster. Na, der geht gar nicht so einfach auf. Jetzt aber. Und der Teammate-Karte von Dani Alves vom FC Barcelona. Dann haben wir Alan Patrick von Flamengo. Luciano von Corinthians, Robert Lewandowski von den Bayern. So, und die Special Cards sind zum einen direkt eine Inventiveness-Karte, also eine der doch deutlich selteneren Cards mit Hernanes von Inter Mailand und dem International Rising Star Harry Kane aus dem englischen Nationalteam. Na, das ging doch schon mal richtig gut los. Und wir kommen zu Päckchen Nummer 2. Ja, die gehen nicht mit der üblichen Technik auf. Da muss man sich ein bisschen anders behelfen. So, wir beginnen wieder mit den Teammate-Cards. Gino Peruzzi, Boca Juniors, Iker Casillas, FC Porto. Sami Handanovic, Inter Mailand, Pablo Aguilar, Club Amerika und unsere Special Cards sind Shinji Kagawa als Fans-Favorite-Karte von Borussia Dortmund und Mesut Özil als International Star für Deutschland. So, Päckchen Nummer 3 mit Bale und Aguilar vorne drauf. Beginnt mit Ricardo von Rijn vom AFC Ajax Amsterdam. Simi Kaya von Galatasaray Istanbul. Benjamin Mendy von Olympique Marseille. Juan Fran, Atletico Madrid. Und dann haben wir Roman Neustädter als Dynamo. Und Toni Kroos nochmal als Basecard von Real Madrid. So, und unser viertes und letztes Päckchen aus der 2016er Kollektion. Und hier seht ihr übrigens nochmal die Verteilung und bei der Inventiveness eine in 37 Päckchen haben wir dann doch ganz gut getroffen. So, letztes Päckchen beginnt mit Zen Lang von Bijik Guan FC, dann Andres Chaves von Boca Juniors, Geoffrey Kondogbia von Inter Mailand, Alessio Cerci vom AC Mailand und als Special Cards haben wir Thomas Müller vom FC Bayern als One to Watch und Marc-André Ter Stegen als International Rising Star für das deutsche Nationalteam.
So, das also die Special Cards aus dem ersten Jahr FIFA 365, die 2016er Ausgabe. So, machen wir die Tin nochmal zu. Also das, die dazugehörige Tin, passt optisch irgendwie mehr zur 2017er Ausgabe, finde ich. Deswegen habe ich die am Anfang auch leicht verwechselt. Und dann legen wir die Karte mal hier rüber und können uns der zweiten Tin widmen aus dem Jahr 2017 oder besser gesagt aus dem Jahr 2016, die 2017er Kollektion. So sehen die Booster aus. Kurzer Blick auf die Rückseite, das ist alles ein bisschen übersichtlicher geworden. Nicht mehr so eine kleinteilige Einteilung, beziehungsweise hat Panini dann mit diesen Hauptkategorien angefangen und die Unterkategorien nicht mehr auf den Boostern angegeben. So, dann schauen wir mal, was wir in der 2017er Kollektion an schönen Special Cards finden. Denn ich denke, die Base Cards hat jeder, der sammelt, eigentlich inzwischen zusammen. Nicolas Domingo von River Plate. Bruno von Sao Paulo FC, Gary Medel, Chile, Dennis Dibusch von Ferencváros, dann haben wir als Special Card direkt eine Dynamo-Karte von Eden Hazard und Sergio Romero als International Star für Argentinien. So, die packen wir mal hier nebendran. Und machen weiter mit Booster Nummer 2. Ja, die sind heute alle ein bisschen hartnäckig. Lagen wohl schon zu lang. In den Tins, wir beginnen mit Wes Morgan von Leicester City. Adrian Kubas, Boca Juniors. Patrice Evra von Juventus. Edwin Cardona, Kolumbien. Dann als Special-Karte das Logo von Brasilien und Lukas Podolski als International Star für Deutschland. So, nächste Booster. Beginnt mit Gonzalo Martinez von River Plate, Dennis von São Paulo, Thiago Silva, Paris, Gonzalo Jara von Chile. Unsere Special Card ist Dani Alves im Trikot von Juventus Turin. Und zwar ist das eine Impact Signing Karte. Damals die Impact Signings noch in der Gold Kategorie. Inzwischen finden wir sie bei den Fans Karten. Gary Cahill als International Star und dann sind wir mit dem Päckchen auch durch und kommen zum letzten in dieser Tin. Und irgendwie habe ich es heute nicht so mit dem Päckchen öffnen. So, mit Kelvin als Teammate-Karte von Sao Paulo geht's los. Dann Juan Insaurralde von Boca Juniors, Alexandro von Juventus, Luis Neto von Zenit St. Petersburg. Und wir haben tatsächlich eine Rare-Card in der Tin und das ist Gianluigi Buffon als Signature-Karte. Und die sind auch richtig stark geworden mit dem eingeprägten Hintergrundmuster hier. Ich denke, das kann man ganz gut erkennen, wenn ich die Karte so ein bisschen neige. So, und zum Abschluss haben wir noch Tobi Alderweireld als International Star. So, und dann können wir eigentlich mal ihn hier oben drüber legen mit Cristiano Ronaldo. Und habe noch Mats Hummels als Special Card, die ja noch zusätzlich in der Tin war. So, und das
die Tindern aus dem Jahr 2016, also der Kollektion 2017, optisch für mich eher passend zu der Vorjahreskollektion. Also falls ihr euch damit nochmal ausstatten wollt, da gilt es dann entsprechend darauf zu achten, dass ihr das richtige Jahr erwischt. So, dass die Mini-Tints aus den ersten beiden Jahren FIFA 365 mit den enthaltenen Special Cards, die ihr jetzt hier auf dem Tisch seht, wobei die International Cards nicht zu den Special Cards zählen, aber doch relativ selten waren. Und dann machen wir uns schnell mal ein bisschen Platz, um mit den beiden Folgejahrgängen weiterzumachen. So, und schon ist der Tisch wieder leer und wir können mit der 2018er Kollektion aus dem Jahr 2017 weitermachen. So, und da gab es zum ersten Mal so ein Plastic Pack, in dem die 30 Cards vorgepackt waren. Und das, wie gesagt, ist nicht so gut angekommen, denn man hatte den Eindruck, dass man dann doch immer dieselben Cards bekommt und es nicht so eine zufällige Auswahl ist, wie man bei den Boostern dann eher vermuten möchte. So, und wir packen die Special Cards mal nach hinten und fangen mit den Base Cards an. Kingsley Coman von den Bayern, Franco Armani, Atletico National, Papastopoulos, Dortmund, Juan Mata, Manchester, Roland Vaga, Ferencvaros, Savic, Atletico, Perez von Boca Juniors, Asensio von Real Madrid, Kino, Palmeiras, Gonzalo Guedes, Paris. Jetzt müssen wir andersrum weitermachen. Kopczynski von Legia Warschau, Augusto Marchesin von Club America, Roman Bürki aus Dortmund, Kenneth Vermeer, Feyenoord, Renato Ibarra, Club America, Andreas Samaris, Benfica, Andrea Basali von Juventus, C. Luis, Spartak Moskau, Stefan El Sharawi, AS Rom und Sergio Busquets von Barcelona. Und jetzt kommen wir zu den enthaltenen Special Cards. Es beginnt mit einer Multiple Card, die Defensive Wall des FC Bayern mit Boateng, Neuer und Hummels. Dann haben wir Juan Mata als Power-Up-Key-Player-Karte. Noch eine Power-Up-Karte mit Brad Jones, dem Torhüter von Feyenoord Rotterdam. So, haben wir so noch alle im Bild. Dann eine Fans-Karte mit der Atletico National Milestone Karte für den 16. kolumbianischen Titel. Dann eine Fans Favorite Karte von C. Roberto im Trikot von Palmeiras. Das Logo von Atletico Madrid. Victor Lindelöf von Manchester United als Impact-Signing-Karte und noch eine Impact-Signing-Karte mit Nelson Semedo von Barcelona. So, das die enthaltenen Special Cards. Dazu die zwei Limited Editions von Marcelo und Edin Dzeko. Das Ganze in dieser Tin, das also die FIFA 365 2018 Tin. Und wir kommen zum aktuellen Jahrgang, der mit der Limited Edition von Kevin De Bruyne hier beginnt. Und dann haben wir wieder vier Booster in der Tin. Und beginnen mit dem ersten. Und Lisandro Magellan von Boca Juniors. Dann haben wir Stefan Savic Atletico. Die Multiple Karte, eine Club and Country Karte von Herrera und Corona von Porto. Dann haben wir Alvaro Odriozola von Real Madrid als Impact Signing Karte. Und Šime Vrijaljko von Atletico sowie
André Di Maria von Paris Saint-Germain. Nächste Buße, und für alle, die es nochmal interessiert, auch hier ein kurzer Blick auf die Rückseite mit der Verteilung. Aber die habt ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen zu Genüge gesehen. Adrien Rabiot von PSG, Jan Karamo Inter Mailand, dann haben wir Leonardo Jara Boca Juniors. So, und dann müssen wir mal umdrehen. Das Club Badge bzw. Logo von Juventus Turin. Und die Basecard von Lucas Vázquez von Real Madrid. So, das zweite, also eher ein bisschen schwächeres Päckchen mit nur einer Clubkarte. Da wollen wir mal hoffen, dass das jetzt wieder besser wird. So, die sind ein bisschen durcheinander. Daher mal schnell richtig gedreht. Cicero von Gremio. Luis Adriano von Spartak, dann Franz Beckenbauer als German Star-Karte, Daniel Caligiuri von Schalke 04, Manuel Neuer von den Bayern und Federico Bernardeschi von der Juve, und damit auch wieder nur eine Special Card im Päckchen. Die Hoffnung liegt also beim finalen vierten Päckchen, da zumindest nochmal zwei Special Cards drin zu finden. Und wir beginnen mit Javi Martinez von den Bayern, Alan von Neapel, dann nochmal Bayern München mit James Rodriguez, Marc-André Ter Stegen als German Star. Und zum Abschluss nochmal eine der starken FIFA World Cup Hero Karten von Eden Hazard aus dem belgischen Nationalteam. Und die letzte Base Card dann für heute noch mit Arjen Robben von Bayern München. So, packen wir Kevin De Bruyne mal hier rüber, denn er gehört ja eigentlich zur rechten Seite. Und das nochmal der Blick auf die aktuelle TIN aus dem Jahr 2019. So, und fürs Abschlussbild dann auch die TINs nochmal in der richtigen Reihenfolge. '16, '17, '18, '19. So, warum ich aber letztendlich dann vermutlich doch kein Fan mehr dieser Mini-Tins werde, wenn sich da nichts ändert, möchte ich euch mal an der Limited Edition aus der ersten Mini-Tin illustrieren, und ich hoffe, das sieht man hier einigermaßen, wenn die Kamera das mal scharf stellt, dass unheimlich viele Cards mit deutschen Ecken schon aus diesen Tins kommen. Da sie natürlich da drin auch entsprechend Spiel haben. Auch hier an der Multiple-Karte sieht man das da unten. Und wenn man dann noch eine etwas seltenere Special-Card erwischt, wie zum Beispiel vorhin die Rare-Karte von Buffon, die glücklicherweise unversehrt war, dann ist das aber natürlich insgesamt doch schon eher ärgerlich, weil die Freude an den Cards dann durch die Beschädigung doch schon ein wenig getrübt wird. Das aber nur als kleine Randnotiz. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieser kleine Überblick über alle erhältlichen Mini-Tins der Kollektion 2016 bis 2019 gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal auf den Daumen nach oben klickt, wenn ihr bisher noch nicht geliked habt. Und für weitere Videos zu Stickern und Trading Cards empfehle ich euch das kostenlose Abo, das ihr relativ einfach mit einem Klick auf den roten Abo-Button hier rechts unter dem Video abschließen könnt. Ihr geht keinerlei Verpflichtung ein, supportet damit aber diesen Kanal und verpasst selbst kein Video mehr, wenn ihr euch durch das Aktivieren der Glocke entsprechend benachrichtigen lasst. Würde mich also freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.